Herr, wie bereitet ihr euch vor auf diese Strecke? Ist sie genauso wie im letzten Jahr oder ist sie anders? Denn ihr habt ja nur eine Chance. Also, ich denke, der Track ist wirklich besser als letztes Jahr. Sie haben anderen Boden genommen, der ist wesentlich griffiger und besser präpariert als letztes Jahr. Also ich denke mal, wir haben sehr gute Chancen und vor allen Dingen, es ist für alle immer der gleiche, die gleichen Voraussetzungen, denn der Boden ändert sich nicht, dafür sind wir ja in der Halle und draußen kann man immer irgendwelche anderen Einflüsse noch mit dazu haben. Ja, da sieht man mal, wie wichtig die Strecke auch ist. Also es kommt wirklich auf 1000 Komponenten an bei so einem Tractor-Pulling-Wettbewerb. Natürlich auch auf den Treibstoff, den man benutzt. Midnight Raider, 216 Fuß und 11 Inch muss er schlagen und hör dir diesen Sound an! Schade, schade. Ich dachte, er fährt einen Vollpull. 208 Fuß und 5 Inch. Das sah wirklich hervorragend aus, doch im letzten Moment verließ ihn die Kraft. Ich denke mal, da hat er einen Gang zu klein genommen im Getriebe. Ja, und das sagen viele Fahrer, dass im Winter es viel schwieriger ist zu fahren. Denn wenn dann ja, die Erde reintransportiert wird, dann kann es gut sein, dass die halt noch vereist ist, gefroren ist. Und dann ist die Strecke das ganze Wochenende über nass. Und das ist dann oft sehr, sehr schwer für die Fahrer. Der Foolish Farmer, so heißt der nächste allradgetriebene Tractor-Puller. Auch er versucht natürlich die Distanz von 216 Fuß und 11 Inch zu schlagen. Ob ihm das gelingen wird, werden wir jetzt sehen. Nee, mit Sicherheit nicht. Es hat auf gar keinen Fall ausgereicht. 191 Fuß. Da reicht leider auch das Daumendrücken seiner Frau Christine, seiner Tochter Jody und von seinem Sohn Mike überhaupt nichts. Aber immerhin, er kann mit dem Lauf zufrieden sein. Er ist auch unter den ersten fünf damit. Excellent, Excellence in Motion. Das ist der nächste Chuck. Guck dir das an. Poliert, guck dir diese Reifen an. Da vorne das Gewicht. Damit es keinen Wheelie gibt, denn das wäre fatal. Aber sehr unruhig, sehr, sehr unruhig. Ich muss ganz ehrlich sagen, da hat er irgendwas noch nicht so richtig abgestimmt. Die Reifen drehen viel zu früh durch und der Wagen liegt zu unruhig auf der Strecke. Da muss er noch einmal ein bisschen in sich gehen und gucken, was man da verändern kann. Die aktuellen Ergebnisse. Steve Moe, 216 Fuß 11, auf Platz 1, gefolgt von Mike Johnson und James Bosch auf Platz 3 mit 208 Fuß und 5 Inches. Gleich geht's weiter mit Tractor Pulling. Wir sind zurück beim Indy Super Bowl State Fairgrounds Coliseum in Indianapolis und hier ist Tractor Pulling Action angesagt. Die allradgetriebenen Tractor Puller versuchen hier die Distanz von 216 Fuß und 8 Inch zu schlagen. Lost in the 50s, Alan Snead versucht es als nächstes. Ein 51er Chevy Pickup Truck ist das. Gibt's da nicht eigentlich auch einen Song? Lost in the 50s ist auch egal. Auf jeden Fall drei weitere Fahrer haben noch die Möglichkeit, Steve Moe zu schlagen. Und es gibt ja noch einen anderen 51er Chevrolet, der auch sehr populär ist. Aber der hat mehr mit Monster Truck Racing zu tun, natürlich der legendäre Grave Digger. Oh, und da hat er einige Probleme mit dem Motor. Da kommt ein bisschen Rauch raus. 189 Fuß, glatt. Naja, also ich glaube, da lässt der Name des Trucks schon einige Rückschlüsse zu. Lost in the 50s. Vielleicht war das damals mal ganz okay. Heute reicht das natürlich nicht aus. Aber mal Spaß beiseite, es ist wirklich immer wieder faszinierend, was für Vehikel die Leute hier zusammenbauen. Wie die Motoren aufeinander einspielen und wie es alles zusammenhängt, das ist wirklich schon Hightech vom Allerfeinsten. Als nächstes haben wir Bob Minnick aus Winchester in Small Change. Und hier sehen wir deutlich, wie diese Zugmaschinen an den Bremsschlitten befestigt werden. Es gibt extra ein
Gestänge, was hinten noch rausgeht. Und da wird einfach der Schlitten draufgehängt und das war's. Bei der etwas größeren Klasse gibt es so eine Art Anhängerkupplung, weil da halt noch mehr Kraft wirkt. Aber ich finde, die Kraft, die die Jungs hier unter den Füßen haben, ist schon ausreichend. Und das hier ist ein El Camino, eines meiner Lieblingsautos. Ich finde die richtig klasse. Und jeder, der eigentlich einen Pickup-Truck hat, kann hier mitmachen, insofern der natürlich ein bisschen aufgemotzt ist. Mindestens 6.200 amerikanische Pfund muss er wiegen. Hier sehen wir schön, er ist einer der wenigen, die es schaffen, mehr oder minder gerade über die Strecke hinwegzukommen. So, das sind ungefähr so 2,8 Tonnen. 6.200 Pfund. Also 3 Fuß mehr und er hätte die ganze Sache hier gewonnen. Der Mann, der hey, den El Camino fährt. Hier sehen wir ihn, Bob Minnick. Also das war schon ziemlich knapp, Bob. Du hast alles gegeben mit deinem El Camino, aber es hat nicht ausgereicht. Ja, er hat 235 Pfund Gewicht noch zusätzlich bekommen und das hat er leider nicht mehr wettmachen können. Er hat alles gegeben, aber ich denke mal, er ist zufrieden, trotz alledem. Wir sind beim nächsten Kontrahenten bzw. allradgetriebenen Traktor-Puller, 4Play, gefahren von Jim Holman. Also, hier ist derjenige, der mit dem Dodge versucht, alles herauszureißen. Meinst du, du kannst ihn noch schlagen? Ja, ich glaube, ich kann es schaffen. Die Holmans, das sind die schwersten zu schlagen, aber ich kann es schon packen. Das nur ein kurzer Einwurf. Klack. Der Bremsschlitten ist befestigt. Aber so wie sich das anhört, ist der Motor noch nicht gestartet. Ah, jetzt geht's los. Ich dachte schon, da gab es Probleme, aber alles in Ordnung. Immer noch. Die Distanz, die zu schlagen ist 216 Fuß und 11 Inches. Und er ist der Führende, Steve Moe. Und hier ist jetzt Jim Holman im 4Play Chevrolet. Und kann sich Steve freuen? Nein, nein, das schafft er nicht, das schafft er nicht. Ich glaube, er ist der Sieger. Steve Moe hat es geschafft. Also, es hat nicht ausgereicht für Jim Holman. Damit steht unser Sieger fest. Es ist dieser Mann hier, Steve Moe. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft. Der Super Bowl ist deiner. Ja, also er ist auf jeden Fall der glücklichste Puller heute. Du hast wirklich hart gearbeitet für diesen Sieg. Wir sind verdammt stolz auf dich. Er hofft natürlich, dass es bei dieser Leistung bleibt. Und er dankt auf jeden Fall einer Person, nämlich seinem Vater. Er hat alles das möglich gemacht, dass er heute hier stehen kann. Also vielen herzlichen Dank an seinen Vater. Ja, und der Scheck, der wird natürlich auf deinen Namen ausgestellt. Herzlichen Glückwunsch, Steve Moe. Und er hat auch einen super Pull hingelegt. Hier sehen wir noch einmal den letzten Pull, den von Jim Holman. Er hätte noch einmal alles ändern können, aber es hat nicht ausgereicht. Ist noch nicht einmal an die 200 Fuß herangekommen. Und ja. Steve Moe, der wird sich natürlich über diesen Lauf gefreut haben. Wir haben jetzt am Mikrofon Jim Holman. Er war vorher schon im Siegerkreis, aber es hat nicht sollen sein. Er soll nicht zu sehr enttäuscht sein, aber er hat eine super Leistung hingelegt heute. Ja, wir wollten an unserem Getriebe arbeiten, an den Gängen. Das lief alles nicht so gut, also ich hatte da auch ein paar Probleme mit dem Motor. War einfach nicht schön, das Ganze. Nichtsdestotrotz, wenn es dir weiterhilft, kann ich dir mit ruhigem Gewissen sagen, dass die anderen mächtig Angst vor dir hatten. Also du hast wirklich eine Top-Leistung hier gebracht. Ja, danke. Wir hatten auch ein fantastisches Jahr und man kann halt nicht immer gewinnen. Das Endergebnis also, Steve Moe mit 216 Fuß 11 Inches, gefolgt von Bob Minnick auf Small Change und Mike Johnson in Showdown. Das war es erstmal vom Tractor Pulling aus Indianapolis. Ich fand heute wieder super spannende Bilder dabei. Wir können uns noch einmal freuen auf die Highlights, zusammengefasst am Schluss jeder Sendung. Die schönsten Bilder des Tages. Ja, mir hat es heute auch wieder sehr, sehr gut gefallen.
Ich habe mich richtig gefreut am Ende für Steve Moe. Er hat es geschafft mit seinen 216 Fuß und 11 Inch. Eine Riesenleistung von ihm. Ein super Sieg. Und Jim Holman, der sonst alle in Angst und Schrecken versetzt, kein allzu grandioser Lauf für ihn, aber er hat es mit Fassung hingenommen. Ich wollte es gerade sagen, er ist wirklich ein sehr sympathischer Verlierer. Normalerweise gibt es auch noch viele Leute, die da immer rumnörgeln oder rummosern, dass irgendwas nicht in Ordnung gewesen sei, aber es ist okay. Da kenne ich auch einen. Sitzt neben mir Sebastian Held. Ach komm, komm, komm. So Leute, das war's für heute mit Tractor Pulling bei den Monster Trucks, Monster TV. Neben mir sitzt David Kemp und ich bin Sebastian Held. Bis zum nächsten Mal bei den Monster Trucks. Tschüss.